Und willkommen zurück, Presseclub nachgefragt, im Fernsehen bei Phoenix, im Radio bei WDR 5. Wir beginnen in Kevelaar bei Daniel Hahnen. Guten Tag, Herr Hahn, willkommen in der Sendung, Sie sind dran. Guten Tag, ich hoffe, ich bin zu hören. Sehr gut. Meine Frage geht an alle und an Herrn Richter, ist überschrieben mit dem Wort Dilemma. Kurz vorweggeschickt, ich bin froh und dankbar um unsere Verfassung und auch um unsere Meinungsfreiheit und Medien. Aber ist es nicht doch ein schädlicher Dammbruch, dass dieses Video einfach so nach 2 Jahren in die Öffentlichkeit zu bringen und erzeugt schlimmstenfalls Nachahmer? Und lassen Sie mich kurz ergänzen, ich habe mir überlegt, wenn ich 5 Jugendliche oder 5 Journalisten oder Priesteramtskandidaten in eine riesige Versuchung brächte, dürfte ich dann ihr Scheitern zu ihrem Schaden nutzen? Danke, Herr Hahn. Ja, die Frage ist sehr berechtigt. Wir haben aber nun mal Kenntnis genommen von diesem Material. Und stellen Sie sich vor, wir würden das jetzt nicht veröffentlichen. Wir würden es in der Schublade verschwinden lassen. Wir würden es für uns behalten. Und irgendwann kommt es raus und dann fragt doch die Öffentlichkeit zu Recht, warum dürfen wir das nicht wissen? Warum entscheidet ihr, dass wir das nicht erfahren dürfen, dass wir im Dunkeln gelassen werden, noch dazu von der wichtigen Wahl? Aus meiner Sicht wäre das ein Verrat an der Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit muss solche Sachen erfahren und ich weiß, dass dieses Dilemma dem Ganzen zugrunde liegt. Aber wenn man sieht, was in diesem Film gesagt wird und in welcher Art, dann gibt es aus meiner Sicht überhaupt keine andere Möglichkeit als es zur Veröffentlichung. Das ist sozusagen unsere Pflicht gegenüber der Demokratie. Noch schlechtere Lösung, aber ich als winziger Teil der Öffentlichkeit würde wünschen, dass man nicht ruht, dass auch der Urheber und damit der Initiator, Geldgeber und der so viel Mühe investiert hat in diese Falle, auch offenbar wird. Dann erst ist es für mich eine runde Information, wo dann jeder gehalten ist, sich eine Meinung zu bilden. Ja, nickende, zustimmende Gesichter. Danke, Herr Hahn. Gruß nach Kevelaar. Und wir schließen an mit Peter Müller in Vogtarolth. Guten Tag, Herr Müller. Ja, schönen guten Tag. Meine Frage ist folgendes. Das Ganze ist ja politisch motiviert offensichtlich und von langer Hand vorbereitet. Anders kann es nicht sein. Und der Zeitpunkt ist jetzt nach 2 Jahren gewählt worden. Komischerweise vor der EU-Wahl. Man hätte doch das vor der österreichischen Wahl machen können. Nein, das hat man jetzt gemacht. Das hat bestimmte Gründe. Man ist mit dem ganzen politischen System in Österreich überhaupt nicht zufrieden von gewissen Kräften, von Linken und Grünen und so weiter. Und das ist der Punkt. Und die haben sehr viel jetzt schon bewegt, dass der Herr Strache das nicht gut war, was der dort gemacht hat. Das sehe ich auch so. Aber das Ganze war politisch. Und ich finde, das sollte aufgeklärt werden, woher das kommt, ne? Und wer dahinter steckt. Das ist das Mindeste, was man machen kann. Herr Müller, danke. Ich glaube, nächste Station Eisleben, Matthias Wagner. Willkommen in der Sendung, Herr Wagner. Guten Tag, Sie haben das Wort. Ja, schönen guten Tag, schönen guten Gruß in die Runde. Meine Frage wäre ganz einfach die, es wird zwar immer jetzt wieder in Bezug auf rechte Parteien und rechte Bewegungen die ganze Aussage getroffen. Ich würde auch gerne den AfD-Meuten widersprechen, insofern, dass es sicherlich kein singuläres Ereignis ist. Ganz einfach aus dem Grund, das Video ist für mich ganz einfach lediglich ein Spiegel für die hiesige Politik. Weil wo ist der Unterschied zwischen dem Gesprächsinhalt des Videos und der Lobbyarbeit? Mhm. Okay. Ich sehe da ehrlich gesagt keinen Unterschied. Herr Binder. Ja, ich würde nur ganz formal antworten, dass natürlich ein Unterschied besteht zwischen Lobbyarbeit als der Versuch von unter anderem dir gebe. Und das finde ich dann. Ich denke gerne an solche Beraterverträge von der Bundeswehr oder an die Spenden der Autoindustrie im letzten Jahr an die CDU. Da frage ich mich, was hat eine CDU eigentlich so Gutes gemacht für die Autoindustrie, dass sie die Spenden verdient haben? Da fällt mir im Prinzip ein, die Richtlinien werden geändert und das wird geändert und Fahrverbot wird zurückgehalten. Autos werden nicht in die Autosindustrie wird nicht haftbar gemacht. Sie waren unterbrochen worden. Ja, ich bin da ganz bei Ihnen. Also ich finde, Lobbyismus und überhaupt Beeinflussung und auch nur der Anschein von Korruption müssen natürlich in allen Bereichen thematisiert werden. Nicht nur, wenn es bei der FPÖ passiert. Aber da sind wahrscheinlich alle einer Meinung. Warum denn jetzt die ganze Kritik an AfD und Rechten? Nein, Sie haben mit Ihrer Frage recht. Es gibt, glaube ich, einen entscheidenden
einen entscheidenden Unterschied. Herr Strache hat in dem Video tatsächlich behauptet, er habe die Macht, wenn er gewählt werde, diese Änderungen zu erreichen. Er habe die Macht, die Kronenzeitung zu beeinflussen, den österreichischen Rundfunk zu beeinflussen, Bauaufträge in seinem Sinne oder im russischen Sinne zu beeinflussen. Lobbyismus ist ja das Eingeständnis, dass nicht die politische Macht da ist, sondern mit Hilfe einer Lobby erst der politische Einfluss ausgeübt werden muss. Und in Deutschland, darf ich Ihnen das nochmal sagen, in Deutschland haben Sie ein ganz klares Regiment von Spenden und Öffentlichkeit und Transparenz und auch von der Transparenz der Lobbyarbeit. Also in Deutschland ist es nicht möglich, den Unterschied. Herr Wagner, einen Satz gebe ich Ihnen noch, aber wir haben ganz viele Anrufer. Aber Leute, wie, egal ob das in der Nur-Show ist oder der Böhmermann oder wie auch immer, jeder hängt vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk ab. Und wer entscheidet denn im Endeffekt über die öffentlich-rechtlichen Gelder? Im Endeffekt ist es doch auch Regierungswohlwollen. Wie viel Geld geben wir jetzt? Oder machen wir eine Beitragserhöhung, machen wir eine Beitragssenkung? Ja, das ist doch die deutsche Medienlandschaft auch im Endeffekt von der Regierung abhängig, oder? Ja, Herr Wagner, zum Glück nicht. Zum Glück hat das Bundesverfassungsgericht. Jetzt bin ich wieder dran. Ja. Zum Glück hat das Bundesverfassungsgericht da andere Regeln aufgestellt. Aber bedank mich. Nee, Sie haben das nächste Thema hat Werner Schenkel. Nee, Herr Wagner, ich habe Sie dreimal zugelassen, aber wir haben noch ganz viele in der Leitung. Und das nächste Thema hat Werner Schenkel aus Neumarkt in der Oberpfalz. Herr Schenkel, guten Tag. Ja, hallo, in die Runde. Ich habe eine Frage bezüglich der Beeinflussung von außen. Haben wir es hier nicht mit einer Beeinflussung von außen auf die Europawahlen zu tun, vergleichbar mit den USA? Mhm. Hier wird in Richtung Russland diskutiert. Mhm. Und im Gegensatz dazu wissen wir überhaupt nicht, wer hinter den Schöpfern dieses Videos steht. Mhm. Ja, das war meine Frage. Ja, da haben Sie völlig recht. Deswegen haben wir. Herr Schenkel, mein Eindruck ist, also es wäre theoretisch denkbar, dass jemand sehr viel Energie darauf verwendet, jemanden zu entlarven. Das wäre theoretisch denkbar. Es wäre ungewöhnlich, dafür so viel Zeit und so viel Geld zu investieren. Gegen die reinen, sage ich mal, rein offenlegende Absicht spricht in der Tat die Veröffentlichung jetzt. Also die Tatsache, dass das zwei Jahre lang nicht veröffentlicht worden ist, lässt vermuten, dass jemand damit eine Absicht verbindet. Also ich kann den Spiegel und die Süddeutsche voll verstehen, dass sie es veröffentlicht haben. Mhm. Ich als Wähler möchte nur wissen, wer steht eigentlich dahinter? Ja, na klar. Ja. Wir auch. Danke, Herr Schenkel, zu Siegfried Knodel. Guten Tag. Ja, guten Tag. Sie haben das Wort. Meine Frage ist, ob sich die Teilnehmer vorstellen können, dass sowas auch bei anderen, bei Führungskräften anderer Parteien geschehen könnte. Mhm. Also lassen wir mal die Presse weg, die Presseübernahme, Kronenzeitung und so. Aber das Parteispenden gegen Vorteile beschaffen. Ob da nicht bei anderen Parteien die Führungskräfte auch anfällig sein könnten. Ja. Grundsätzlich ist das natürlich möglich, die europäische Politik ist voll von Korruptionsskandalen. Es gibt kein Land, kein größeres Land, in dem es nicht einen solchen Skandal gegeben hat. Ja. Das ist im Grunde alle Fragen, die ich noch hier habe, gehen eigentlich in die gleiche Richtung. Nicht? Was ist mit den Spendenaffären, die deutsche Parteien gehabt haben? Und wie viel daran ist jetzt speziell österreichisch? Ja, also Radio Deutschland 1, das Talkradio für Deutschland. Ruf an und sag uns deine Meinung. Radio Deutschland 1. Wir sprechen Klartext.